Mose. Danke. Ja, Mose. Ach Gott, schon wieder Radio. Ach Gott, nicht doch Jugend Radio. Ja, oh Gott. Und Tannenbaum, das passt doch gar nicht mehr zu Silvester. Aber die Übertragung ist gut. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du grüner lieber Bester. Du brauchst nicht nur zur Weihnachtszeit, nein, heute am Silvester. Wenn auch die frohen Stunden man muss mit der Lupe suchen, wir fangen das neue Jahr gleich an mit Punsch und Pfannkuchen. Musik, ein reizender Rundgesang. Ach nee, weißt du, Max, diese Silvestereinladungen sind doch freulich. Den ganzen Abend diese Radiolautsprecherei. Warum stellen Sie denn das Ding nicht ab? Aus Rücksicht für den Onkel Emil. Sonst kann man den Essen hören. Und das Essen? Ich finde es direkt furchtbar einfach. Na, ich finde es einfach furchtbar. Die Bouillon war direkt böse mit mir. Nicht mit einem Auge hat die mich angeguckt. Sag mal ehrlich, haben die Karpfen auch Mittelstücke? Nein. Nach dem, was wir hier serviert bekommen, scheinen dies Jahr die Karpfenköpfe direkt an die Schwanzflosse gewachsen zu sein. Zu dumm, dass sie am untersten Ende der Tafel sitzen. Wir kommen immer zuletzt dran. Na lass mal, Bendo. Ich wette mit den Mondpielen, vor dem einen die Galle rausgeht. Da werden sie bei uns anfangen. Ach, Mondpielen gibt's auch? Ihr Gittigitt, diese schwarze, körnige, weiche Masse. Warum geben die Leute keinen Kaviar? Der ist doch beim Preisabbau 30 Cent billiger geworden. Der Mann hat im alten Jahr auch schief gelegen, wie alle. Man ist von Kopf bis Fuß auf alles eingestellt und fast die ganze Welt lebt auf Kredit. Und wer noch Geld hat liegen, das ihm Zinsen trägt, der hat sein Kapital gut angelegt. In der Schweiz, auf die Züricher Bank, teils in Scheinen und teils auch in Scheck. Und das Marktkapital macht verzaubert zu Frank. Nous avons, vous avez, nous avec. Viele dachten so, viele machten so, viele merkten sich, nur das Finanzamt nicht. Oh, was ich habe einen kleinen das? Schlucker, ja, ich kriege einen kleinen Schwips. Na, den großen wirst du ja auch nicht kriegen. Bei der Bude läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ich habe vorher vorsichtigerweise noch mit etwas Cognac gegurgelt, damit ich in Silvesterstimmung komme. So richtig in drei Sternen, sechs sehe ich schon flimmern. Ach, Benzo, ja. Eine kleine Silvester. Oh nein, ja, oh nein, Benno. Bitte nicht. Ja, nein, ich bin ein ausgesprochener Festredner. Ich rede mich immer fest. Ja. Aber der Max, der macht das gern. Ja, natürlich, alles auf mich. Alles, ich weiß nicht. Alles wollen sofort nach schön. Na los. Naja, wenn es sein muss. Ich bin zwar vollkommen unvorbereitet, aber. Ja. Na, da müsst ihr aber ruhig sein, nicht wahr? Ja. Komm mal her. Mhm. Hier, nimm mal das Blatt, ja? Ja. Du musst mir soufflieren, alles vorsagen. Aber pass auf, sonst gibt's eine Katastrophe. Na schön. Also, meine lieben Gastgeber und liebe Gäste des Hauses. Unverheiratet, wie ich bin. Aber Max. Ach so. Unvorbereitet, wie ich bin, kann ich nicht umhin. Ich kann nicht um... Soufflieren wir doch, was machst du denn? Mit dem heutigen letzten Tage. Ja, also mit dem heutigen letzten Tage. Sind jetzt 3 Monate verflossen. Sind jetzt 9 Monate verflossen. 3 Monate, du Idiot, du. Also sind jetzt 3 Idioten besoffen. Sind jetzt 3 Monate besoffen. Nein, ich bin ja so besoffen. Seitdem sie uns... Seitdem sie uns...
Die letzte. Kontozahlung leisteten bei Durchsicht unserer Bücher. Aber Max, was machst du denn? Du hast mir ja einen Mahnbrief zum Soufflieren gegeben. Kinder, ist eine kleine technische Störung. Also heute am letzten Tag des Jahres, gewissermaßen am Jahresschluss, meine Damen und Herren. Der Jahresschluss, der bekanntlich das Ende des Jahres bedeutet. Der sogenannte Jahreswechsel. Nee, Kinder. Wenn ich was vom Wechsel höre, da liegt es mal wie Blei in Knochen. Blei? Ja? Richtig Blei. Kinder, lass mal die alte Meckerei und gießen mal Blei. Ja, ach ja, Bleigießen. Bleigießen finde ich wunderbar. Voriges Jahr habe ich lauter kleine Schiffe gegossen und da sagte man mir, ich würde in diesem Jahr noch Amerika sehen. Uns ist eingetroffen. Sag mal, wie kann man noch im alten Jahr so lügen? Doch, habe ich gesehen. Im Kino, in der Wochenschau. Zeig mal, was du gegossen hast. Das wird ja was Ulkis rausgekommen sein. Was ist denn das? Na, Sie haben Botanik und Uni in der Schule, was? Du, was Max, das sieht wie ein Apfel aus. Ja, na, ich halte es für eine weiche Birne, mein Junge. Das sieht ja ähnlich, weißt du? Guck mal, hier bei mir. Aber Max, das ist ja eine Kette. Pass auf, du wirst heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Ich bin Pazifist. Oh, Mensch, es geht fast mal mit dem dämlichen Löffel die Knochen versenkt. Du, das bedeutet Glück. Oh. Na, siehst du, hast du auch Glück. Also, meine Herren, jetzt gibt's Pfannkuchen. Bedienen Sie sich bitte mit Himbeer, Orangen oder Pflaumenmusfüllung? Haben Sie nicht einen mit Natron? Ich kriege nämlich nach Pfannkuchen immer Sodbrennen. Mir können Sie gleich ein paar Würstchen mitservieren. Ich greife mit Sicherheit jeden Silvester den Pfannkuchen mit Mostrichfüllung. Unter uns gesagt, die Pfannkuchen werden auch mit jedem Jahr kleiner. Nein, das ist eine optische Täuschung. Deine Schnüss ist nur größer geworden. Schlechte Silvesterscherzchen, mein Herzchen. Apropos, sage mal, wollen wir nicht noch unser musikalisches Neujahrkanto steigen lassen? Was bei dem Krach? Na, auch ganz gut. Da merkt man deinen Fuchstenor nicht so. Also wollen wir, meine Damen und Herren. Es steht jemand vor der Tür. Ich meine das neue Jahr. Und so wollen mein Freund Bendo und ich es würdevoll mit einem Song begrüßen. Zwei, drei, fünf Minuten trennen uns, wir wahr. Jetzt von dem Moment, wo zu uns kommt das neue Jahr. Das Alte ist jetzt unter Dach und Fach und nicht einer weint dem alten Jahr eine Träne nach. Hoffen wir, dass uns das neue Gutes bringt. Alles, was wir hoffen, wünschen, gut gelingt. Wenn's uns frohe Stunden nur wird weint, dann soll uns das neue Jahr willkommen sein. Lass leuchten die Glocken fern und nah, jubeln vor Neujahr, Bruder! Prosit Neujahr!